Erste Ingame-Szenen von dem Predator. Und damit es noch besser wird, kriegen wir diesen Predator-Skin natürlich nochmal gratis obendrauf. Ich zeig's euch gleich wie. Hoi, was steckt dahinter? Ein Fake-Check. Hallo. Hi. Zu einem neuen Fortnite-Video. Zu einem guten Fortnite-Video. Einer der letzten Videos 2020, Leute. Ja, das Ende von Fortnite 2020 steht an. Und in diesem Sinne, schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Natürlich seid ihr wach. Morgen ist Silvester. Von daher, wenn ihr noch wach seid, Leute, gerne Like-Button reinhauen. Dann weiß ich, dass ihr wach seid. Für die Leute, die das Video erst nach Silvester schauen oder während Silvester. Wunderschönen guten Morgen, Team Frühaktiv. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und freut euch auf ein bisschen. Sprachen lernen, Bubble. Auf ein bisschen Silvesterfeier, ne? Auch wenn Böller und so weiter verboten sind und so weiter und so fort. In Fortnite kriegen wir ein neues Silvester-Event. Kann ich euch nochmal ein paar Bilder zeigen? Ich habe das schon mal in einem Video gezeigt. Naja, das Übliche halt. Aber viel wichtiger ist es, und deswegen bin ich ja auch hier in Stealthy Stronghold, Leute, ist der Predator. Ihr wisst ja schon, seit es diese Gegend hier gibt, ne, seit es diese Region hier gibt, wird ja schon vermutet, dass der Predator rauskommt. Unter anderem ist auch dieser LKW hier mit dem Generatorantrieb, naja, LKW, sagen wir mal, Jeep, Pickup Truck, was auch immer, ne. Allein das ist ja schon ein Indiz, der Hubschrauber, der in den Bäumen sitzt und halt das Logo, was hier versteckt ist. Seitdem gibt es schon Theorien, dass der Predator da ist. Und da gibt es jetzt angeblich die heißesten Leaks, Leute, der Predator ist da, hier im Dschungel, ui. Genau schon wie damals beim Black Panther, Leute, müsst ihr vorsichtig sein, sonst weckt ihr den Predator auf und er wird euch jagen. Hoi, was steckt dahinter? Ein Fake-Check. Ja! Check, Leute, beziehungsweise Leak-Check. Wir probieren mal, wir schauen uns mal die ganzen Leaks an, was ist dahinter. Ist das wahr oder falsch? Aber das Einzige, was ich euch direkt sagen kann, was wahr ist und nicht gelogen ist, wenn ihr einen Abo-Button reinhaut, dass ihr dann die Chance höher ist, dass ihr meine Videos bekommt. Ja, die Chance ist höher, Leute. Aber es würde mich trotzdem freuen, weil wirklich, wie immer, ist es so, dass 50% der Leute diese Videos immer wieder gesehen bekommen, empfohlen bekommen von einem Algorithmus. Das ist okay. Alles ist okay. Ach, die Bude brennt. Alles fein. Haben davon ca. 30.000 bis 40.000 Leute nicht abonniert. Das wäre schon krass, so auf einem Schlag pff, direkt 30.000 mehr. Noch nie passiert, wird auch nie passiert, aber wäre lustig. Und falls ihr nicht wisst, was ich meine, mit welchem Logo ich jetzt hier meine, ne, dieses Logo hier an den Türen ist halt sehr angelehnt, beziehungsweise erinnert sehr an das Visier von dem Predator an. Deswegen dranbleiben, Leute, bis zum Ende. Ich zeig's euch danach nochmal. Bis dahin haben wir nochmal ein paar Waffen-Leaks, die herumschwirren. Und mit zukünftigen Waffen, oder sagen wir mal, alten Waffen in diesem Spiel. Und zwar gibt es in den Spieldateien ja auch eine Menge unbenutzte Waffen, die Fortnite entwickelt hat und nie benutzt hat oder halt gerade am Testen ist. Okay. Zum Beispiel, als wir ja auf der alten Map gespielt haben. Ja, das ist ja dieses Video hier auf meinem Zweitkanal, StanLolWatt, den ihr auch gerne vorbeischauen könntet. Dort haben wir auf der alten Map gespielt und dort haben wir auch ein paar, sag ich mal, Waffen experimentiert, die zwar im Battle Royale drinne sind, aber nie benutzt wurden. Naja, und Simpton hat einfach diese Waffen jetzt in das Spiel geladen und geguckt, wie die sich so verhalten. Hier haben wir zum Beispiel einen Elektroball-Launcher. Und ihr müsst bedenken, auch wenn die Waffen hier so aussehen, als ob man die benutzen kann, heißt es nicht, dass die jemals in das Spiel reinkommen. Es könnten entweder Entwicklungsversionen sein von Waffen, die ausprobiert haben, einfach mal irgendwelche Mechanics zu testen, wie etwas funktioniert. Zum Beispiel wie der Schockwellen-Launcher, ne? Könnte vielleicht so die Urversion sein. Oder es sind noch unfertige Versionen von Waffen, die halt wirklich in der Zukunft reinkommen. Aber ich will euch einfach nur sagen, seid vorsichtig mit je nachdem, welcher TikToker oder YouTuber euch sagt, die und die Waffe kommen rein. Davon gibt es eine Menge, ne? Zum Beispiel gibt es hier einen, der Gnome verschießt. Ja, Leute. Eine Waffe, die Gnome verschießt. Das ist definitiv eine der Entwicklerwaffen bzw. Testwaffen, die einfach aus Spaß reingepackt haben. Aber ohne Witz, ich würde es feiern. Das wäre mega funny, wenn ihr das in Battle Royale reinbringen würdet. Das ist genau so die Art von verrückten Waffen, die Fortnite eigentlich braucht oder immer hatte. Oder wenn schon denn verrückt, Leute, warum dann nicht mit einer Minigun-Granaten-Launcher oder Granaten-Minigun? Ja. Yeah. Seht ihr, wie das Ding rausspammt? Sieht nice aus, oder? Deswegen sage ich ja, ne, sieht nach Testversion aus, Entwicklerversionen, dass sowas nicht in das Spiel reinkommt, sollte eigentlich klar sein und nicht in der Variante. Vielleicht haben die einfach mal ein bisschen getestet, wie man Quad-Launcher oder sowas reinbringen könnte, etwas, was schneller schießt, haben dabei das Minigun-Modell benutzt, ne.
Sieht auf jeden Fall insane aus. Oder auch einen neuen Rocket Launcher. Der soll ungefähr Dummy-Explosionen rausschießen. Das sind also keine richtigen Explosionen, sondern einfach nur Fake-Schüsse, die Gegner aus Hütten rauslocken sollen. Ja, ich weiß, da ist gerade was kaputt gegangen und so weiter. Was aber keine Entwicklerversion ist, ist natürlich das Silvester-Event. Ähnlich schon wie die letzten Jahre. Übrigens, ich lade euch ein, morgen circa 12 Uhr sollten wir live sein und schauen uns das erste Feuerwerk in Fortnite an. Weil in Fortnite ist es halt so, dass es alles jede Stunde passiert. Weil Fortnite ein weltweites Spiel ist, gibt es natürlich halt Länder, die früher im Jahr 2021 sind als wir, wegen der Zeitverschiebung. Australien und Neuseeland fangen da so ein bisschen mehr oder weniger an, ne? Und deswegen sollten halt zu circa 12, 13 Uhr dann auch die ersten Feuerwerke kommen. Deswegen 31.12. 12 Uhr streamen für das Feuerwerk. Ihr seht hier eine kleine Vorschau für das Silvester-Event. Ist jetzt nichts super krasses, was wir noch nie erlebt haben, aber für die, die das erste Mal erlebt haben, ist, denke ich mal, ganz schön, ne? Von oben kommt da noch so eine Disco-Kugel raus. Und dann wird ein Countdown abgespielt. Lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zum guten Zeug. Leute, ihr wisst ja, dass hier im Battle Pass wir immer noch den Mystery Skin haben und die Mystery Belohnung. Stand aktuell, 5 Wochen später, haben wir immer noch keine Mystery Belohnung. Und das ist seltsam. Schauen wir mal, vielleicht in Woche 7 kommen dann die ersten Enthüllungen auf jeden Fall mit dem nächsten Update, was Mitte Januar rauskommen soll. Aber das nutzt auf jeden Fall, beziehungsweise nutzen einige aus und haben jetzt schon direkt die ersten Infos, was die Mystery Skins sind. Aber was ist besser dafür geeignet als unsere wunderbare Plattform TikTok, Leute? Oh mein Gott! No, God! Dort kursieren schon diverse Clips, werden links und rechts kopiert, wo dann auch die Mystery Items angeblich entschlüsselt wurde. Und da ist der Predator drinne. Viele von euch kennen den Predator nicht, ne? Ist ein uralter Film, beziehungsweise auch wenn man sich ein bisschen mit dem Aliens-Franchise, sag ich mal, auseinandersetzt, wird man immer wieder den Charakter treffen. Aber ansonsten doch eher relativ alte Charakter, beziehungsweise Rasse. Und hier sind angeblich die alle aufgelösten Predator-Items. Unter anderem ein Banner. Mhm. Okay. Dann hat er hier ein Emote, den er schmeißt, ne? Ui. Sieht schon real aus, ne? Sieht schon richtig, richtig real aus. Ein Spray soll auch dabei sein. Das sieht richtig real aus. Gar nicht mal so schlecht. Könnte man schon meinen, dass es real ist, ne? Der hat sogar daran gedacht, dass hier der hier Missionstext geändert wird und angepasst ist, ne? Zum Beispiel hier steht jetzt Defeat the Predator. Also Hut ab. Hat er sich mega, mega viel Mühe gegeben. Fakt ist aber, Stand aktuell ist, es gibt keine Spieldateien für den Predator. Der ist einfach noch nicht im Spiel drin. Deswegen kann man das nicht leaken. Und versteht mich nicht falsch. Das soll nicht heißen, dass wir niemals einen Predator bekommen sollen. Oder dass der Predator nicht doch der Mystery Skin ist. Das kann gut sein. Wir wissen es noch nicht. Das ist halt der Unterschied. Wenn der Predator der Mystery Skin ist, dann Hut ab. Guter Predict. Und noch besserer Fake. Aber die Infos, die gezeigt werden, das Video dazu. Nun, die sind leider Fake. Ne? Also das, was ihr hier seht, ist leider Fake, Leute. Logisch. Logischerweise diskutiert ihr auf TikTok rum, von daher. Ja, da gibt es ein Ladebildschirm und dann kommt der Predator-Skin selber. Huiuiuiuiuiuiui. Der sieht ja mal fast richtig legit aus, ne? Und damit es noch besser wird, kriegen wir diesen Predator-Skin natürlich nochmal gratis obendrauf. Ich zeig's euch gleich wie. Und wenn das Ganze noch besser wird, Leute, haben wir hier auch erste Ingame-Szenen von dem Predator. And the Oscar goes to. Und es ist mir wie die Schuppen von Augen gefallen. Stan, das muss doch real sein. Wir sehen den doch hier. Der läuft auf der Map rum. Und das ist insane. Leute, einfach nochmal Hut ab. Ich meine, hier gibt es einen Schlauen, der nennt sich User152. Habe ich gerade ein Like gedrückt? Ich habe gerade ein Like gedrückt. Hier gibt es einen Schlauen, der nennt sich User15214. Ne? Der schreibt einfach Siemens. Ich wusste nicht, dass Siemens TikTok hat. Auch noch ein anderer User. Die haben das Ganze durchschaut, aber das ist insane. Hey, wie gut gemacht und wie viel Zeit und Mühe die Leute reinstecken, um ihre Leute zu verarschen und einfach noch ein paar mehr Views und Likes auf TikTok abzugrasen. Ne, wir sehen ja hier, wie der Predator hier die ganze Zeit rumläuft hinter dem Wagen. Sieht auch richtig gut gemacht aus, außer dass der Schatten ein bisschen buggy ist auf der, ne, unten rechts beim Wagen. Wird dann auf einmal komisch so zum Strich oder abgeschnitten. Also wirklich Hut ab, wer auch immer das erstellt hat. Er hat sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Aber man merkt immer, dass da irgendwas Faules ist. Ja, erstens, die Leute bewegen sich fast nie, ne? Die bewegen sich nie natürlich, weil es das schwieriger macht, das zu bearbeiten, weil sich dann der Winkel ändert. Da muss man auch die Perspektive seines Custom-Modells ändern und. Und das zweite Verdächtige ist, es sind immer irgendwelche No-Name-Schmops, Blobs, die sowas berichten, die keine Sau kennt, aber auf einmal die krassesten Infos haben, wo selbst die anderen Leute, die sich schon seit Jahren mit dem Spiel beschäftigen, so wie ich unter anderem, die kriegen auf einmal sowas nicht, ne? Aber nein, die Random-Typen, die mit irgendwie ganz random gerade hier im Strongholm runtergefallen sind, die finden das raus. Ach, Leute, ist auch schön und gut, aber wollt ihr diesen Skin nicht auch noch kostenlos bekommen? Laut dieser wundervollen Aussage hier, ne, von einem Wunder, das hier, keine Ahnung, ich glaube Instagram, sieht nach Instagram aus, sollen wir den Predator-Skin kostenlos bekommen, mit 4 Stilen noch dazu. Das Einzige, was wir machen müssen, ist den dort killen, den ihr gerade gesehen habt.
Ha, super. So gut ist das, ne? Keine Ahnung, wer das berichtet hat. Das ist mal wieder so ein random Typ. Alle anderen Quellen, die man so kennt, die darüber berichten, haben alle keine Ahnung, was der Mystery Skin ist. Warten darauf, bis die ersten Infos reinflattern. Aber hier wissen die schon alles. Der wird auch in den Shop reinkommen, der wird 4 Stile haben. Alles, was überhaupt noch gar nicht in den Spieldateien drin ist, berichten die hier schon. Aber ja, ist eine sehr vertraute Quelle. Und der Predator soll laut Aussage der Quelle, Leute, 35 mal schwerer sein als der Wolverine. Nein, ui. Oh, nee. Haben das die Entwickler getestet? Dass er 35 mal stärker sein soll? Ich meine, Wolverine war schon kräftig. Wenn wir das mal 35 machen, ist er eigentlich unbesiegbar. Dann hat er ungefähr 35.000 HP, weil Wolverine hatte 3.000. Mal das, 35 mal, hast du 35.000 HP bei dem Predator. Und dann soll er sich noch unsichtbar machen. Es hört sich schon sehr plausibel an, oder? Ach komm, ist vielleicht übertrieben. Selbst wenn es nur 20 mal stärker sind. Das sind immer noch 20.000 HP, Leute. 20.000 HP kannst du in Fortnite nicht runterballern. Nicht mit den besten Waffen, nicht mal als ganzes Team. Aber ist doch schön, ne? Man kann das Jahr 2020 jetzt nochmal mit ein paar wunderschönen Fake-Leaks das Ganze nochmal beenden. Wie sieht es mit euch aus, Leute? Freut ihr euch auf den Predator? Wer kennt den? Schreibt runter in die Kommentare. Gerne auch jetzt bis hierhin ein Like. Wenn euch das Video amüsiert hat, gerne auch Abo-Button und Glocke reinhauen. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt zum Beispiel ein Video zu dem Rucksack von Agent Jonesy. Ne? Solltet ihr auf jeden Fall auschecken, da sind mega nice Sachen drin. Hi. Und natürlich nochmal das Story-Video von The Mandalorian. Würde mich auch freuen, wenn ihr das angucken könntet. Ne? Wurde vom Weihnachtsalgorithmus verschluckt. Und gibt mir Flosse. Lapp. Tomatensaft.